Hey YouTube, herzlich willkommen zu einem Commentary heute, das ein bisschen anders ist. Und zwar, dieses Gameplay stammt nicht von mir, sondern von Commander Krieger. Sprich, es wird ein Fremd-Commentary. Jeder, der mit Commentary schon mal was am Hut hatte oder diese anschaut, wird vermutlich Commander Krieger ein Name sein. Wenn nicht, schaut doch mal in die Videobeschreibung unten rein. Da ist ein Direktlink zu seinem Kanal. Ja, und zwar dieser nette Herr, besagt Commander Krieger, hat einen Aufruf gestartet auf sein Gameplay, dieses zu kommentieren. Hört sich zuerst ein bisschen einfach an, dem soll es aber nicht sein. Da ich selbst erst recht neu in dieser Branche bin, habe ich gedacht, okay, ich nehme die Herausforderung an und da es nicht nur irgend so ein Horst ist, sondern ein Commander Krieger, klatsche gleich ein 21-minütiges Gameplay hin, das man am Stück durchkommentieren soll. Okay, da das Gameplay auch noch fremd ist, also nicht von mir und ich die Spielwelt nicht kenne, macht es das Ganze noch schwieriger, aber trotzdem, ich versuche mich mal daran. Was noch ganz wichtig ist, was ich vorweg sagen wollte, im Commander Krieger, dieses Commentary ist natürlich wie deins an einem Stück, nur leider musste ich es schneiden, aus dem Grund, ich kann nicht mehr wie 15 Minuten hochladen, also sorry for that, aber ganz ehrlich, ich habe ja das komplette Gameplay auf meinem Rechner jetzt rübergezogen und deshalb mache ich das auch an einem Stück durch. Da möchte ich noch so was generell noch kurz zu dir sagen. Ich meine, ich finde es ja cool, dass du das machst, dass du neue Commentators die Chance gibst, sozusagen einen kleinen Wettbewerb auf deinem Kanal zu machen und so. Aber hast du dir mal überlegt, vor allem ganz neue Commentators, ich will immer Commentaries sagen, also ganz neue Commentaries, die machen ja wohl erst einen YouTube-Kanal und können dann am Anfang noch gar nicht mehr als 15 Minuten hochladen. Und ich kenne auch mehrere Kanäle, die es schon länger besteht mit mehreren Videos oder mehreren Uploads, die auch nicht mehr wie 15 Minuten hochladen. Also, sag ich mal, ist das ein bisschen blöd, weil du siehst ja jetzt schon bei mir, dass ich jetzt in zwei 10er-Parts schneiden muss. Und das wollte ich jetzt mal so kurz noch in die Einleitung mit einfließen lassen. Jo, mal kurz zu mir. Wie schon manche Leute gehört haben, ich bin Schwabe und mein Kanal hört auf den Namen Schwabenfuzzi. Den gibt es schon, wow, schon bald 5 Monate. Ja, so lange ist es schon her, wo ich meinen Kanal gegründet habe. Also hätte ich es nicht gedacht, dass es schon so lange her ist. Auf dem Kanal findet man Let's Plays zu PlayStation 3 und PC-Spielen. Und natürlich seit neuestem zu Modern Warfare 3 auch Commentaries. Derzeit 3, beziehungsweise vielleicht parallel zu dem Commentary noch mein 4. eigenes. Und Camper? Camper? Hallo, beweg dich, Commander Krieger. Ah ja, er hört auf mich. Sehr nett. Ja, persönlich zu mir, ich bin fast 20 Jahre alt und tue demnächst meine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik abschließen. Für jeden, den das mal sich gefragt hat, so, was macht denn der so in seiner Zeit, wenn er nicht bei YouTube Videos hochlädt und so. Jo, mal kurz angemerkt, das wissen wohl auch viele nicht von den Leuten, die mich abonniert haben, wie ich so zum Zocken gekommen bin. Das fing ganz einfach so an. Ich habe mit, glaube zum 6. Geburtstag habe ich, glaube einen Gameboy bekommen. Also ihr kennt ja noch den ganz alten, dicken, fetten, klobigen, grauen, den nicht, sondern sozusagen das Nachgängermodell. Das war dann auch noch, das war nicht der Color, sondern der war, wie hieß denn der? Der hat ja auch einen Namen, Gameboy. Ich weiß es nicht, den gab es dann in, glaube ich, 3 Farben, in Rot, Blau und Grau. Beziehungsweise Silber. Ich hatte den roten davon und passend dazu Pokémon Rote Edition. Und so hat es bei mir in etwa angefangen. Ich habe dann später eine PlayStation bekommen, eine PlayStation 2. Dann über einen Freund, als ich 12 bin, hat er mir Counter-Strike gezeigt und erst damit hat es eigentlich richtig angefangen. Ja, mit 12 Counter-Strike, also bitte keine Kommentare, das darfst du nicht. Ich meine, es gibt wohl viele unter euch, die das auch gemacht haben,
oder gerade machen. Okay, und mein Bildschirm ist gerade ausgegangen kurz. Jo, das hat mich jetzt gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja, als dann endlich meine Mutter mal einen, ja, relativ vernünftigen PC geholt hat. Och, das ist ja hier gerade die tolle Szene mit der Musik. Die werde ich dann beim zweiten Helikopterschützen einsetzen. Ja, als dann meine Mutter einen, sag ich mal, einen, sag ich mal, spielfähigen PC gekauft hat, wir hatten bis, keine Ahnung, 2 Jahre war, glaube ich, XP schon draußen. Wir hatten so einen vergammelten 98er mit ein paar MB Speicher und so. Aber als dann der neue PC da war, fing es dann bei mir auch mit Counter-Strike, Battlefield. So bis ich 14 war. Dann so in dem Alter von 14 bis 16 war dann so ein kleiner Absturz in ein gewisses Spiel. Vielleicht wisst ihr welches. Ich werde es jetzt nicht sagen. Mohaha. Ja, das Spiel hat dann aber mit 16 irgendwie komplett an Reiz verloren und ich bin wieder auf Counter-Strike übergegangen. Als dann die PlayStation 3 rauskam, da ging es dann erst richtig los bei mir. Da, die habe ich mir dann sogar auch selber gekauft, habe dann Ferienjobs bei meiner Mutter gemacht und habe mir davon die PlayStation 3 gekauft. Und somit dann später noch Call of Duty World at War. Und damit hat eigentlich das ganze COD-Zeugs bei mir angefangen. Jo, ansonsten, ja, dann kam Modern Warfare 2 raus. Und dann kurz vorm Dreier ging das mit dem Let's Playen und das Ganze los. Jo, mal so eine kleine Zockerhistorie von mir. Jo, und ich warte eigentlich gerade noch an eine ganz gewisse Stelle im Video. Kam die so spät, Commander Krieger? Ich hatte da auch noch was Tolles zum Ansprechen, was du selber auch angesprochen hast. Aber das müssen wir noch ein bisschen verschieben. Was können wir noch so toll sagen? Ja, der nette Herr hat eine goldene M4, beziehungsweise wie hieß die nochmal bei Black Ops? Glaub Champion oder so. Aber das ist natürlich halt die, ja, eigentlich der ganz normale M4-Karabiner in Gold. Das heißt, du spielst auf Prestige 14 minimal. Erstmal Respekt, also ich habe nicht so viel Zeit in Black Ops reingesteckt. Ich war. Oh, was war ich? Prestige 3? 4? Ich glaube, ich weiß es nicht mal genau, ob ich 3 oder 4 war. Jo, und ja, in Modern Warfare 2 habe ich, glaube ich, 8 Prestiges gemacht. Da hatte ich dann, glaube ich, den roten Stern da und das war eigentlich ein ganz cooles Zeichen, fand ich. Und das habe ich dann auch drin gelassen. Und habe dann nicht weitergemacht, weil die letzten zwei Zeichnungen die Kacke waren. Vor allem der Totenkopf Prestige 10. Yay, Double Kill. Aber nicht von dir. ja, und ich laber gerade eigentlich nur noch ein bisschen wirres Zeugs, weil ich gerade genau an einen Punkt des Videos warte. Ein bisschen kenne ich ja was davon. Ich habe es ja schon einmal gesehen. Wobei, an dieser Stelle war nicht das da mit den Killstreaks, wo du gesagt hast, welche Killstreaks wir uns gerne wünschen würden. Dazu habe ich mir auch gedacht, so, diese Frage will ich beantworten. Überlegen wir mal. Also, ganz ehrlich, die Frage will ich sehr gerne beantworten, aber man fängt dann an zu überlegen und dann so, bam, paff, Idee. Ach nee, scheiße, gab's schon. Man überlegt weiter. Yeah, jetzt habe ich eine Idee. Ach nee, scheiße. Gab es eigentlich auch schon in einer gewissen Art und Weise so ein bisschen anders. Und dann, ja, womit die Frage eigentlich dann ziemlich schwer ist und, ja, Entschuldigung. Und dann habe ich noch so gedacht, so, oh, ich will sie schon noch beantworten. Gerade speziell für dich, weil du so nett gefragt hast. Aber dann fällt mir nur sowas ein wie Kätzchen, ich meine Terminator oder Darth Vader. Aber mir kam dann doch noch eine Idee, die gab es noch nicht. Und da mal eine Frage an euch, was ihr so von der Idee haltet. Und zwar, ja, wie viele Kills braucht man dazu? Ich weiß es nicht. Ich würde mal so vielleicht an die 10 sagen. Vielleicht ein bisschen mehr oder weniger, ich weiß es nicht. Und zwar habe ich mir gedacht, dass man einen Stealth-Anzug bekommt. Vor, boah, wie lange kreisen eigentlich die Helikopter rum? Eine halbe Minute, eine Minute, weiß ich gerade
wirklich nicht. Habe ich noch nie auf die Uhr geschaut. Dass man halt so lange auch einen Stealth-Anzug bekommt, man fürs gegnerische Team dann damit also unsichtbar über die Map rennen kann und auf einer Seite Gegner markieren kann, auf der anderen Seite mit dem Messer oder halt mit einem Nahkampfangriff die Gegner ausschalten kann. Und je nachdem, entweder dass die Waffen, also Schusswaffen, währenddessen deaktiviert sind oder sie sind aktiviert, aber wenn man sie benutzt, geht halt der Stealth-Anzug weg. Also meine Frage an euch, was habt ihr denn so für eine Wunsch-Killstreak, die es für euch noch nicht gibt, die ihr gerne haben würdet? Aber wie auch schon Commander Krieger gesagt hat, ist nicht irgendwelche Kätzchen oder so, die herumspringen. Also schon was, ja, ein bisschen mehr Intelligenz bitte. Was auch nützlich ist. Vielleicht auch ein Terminator, vielleicht ist er ja auch ganz nützlich, ich weiß es nicht. Oder ein Darth Vader, obwohl er nicht ins Gameplay reinpasst von COD.